Am 9. Mai 1921 ist Sophia Magdalena Sophie Scholl im schwäbischen Forchtenberg zur Welt gekommen. Zum diesjährigen 9. Mai jährt sich ihr Geburtstag, also zum 100. Mal. Als Sophie 11 Jahre alt war, ist sie mit ihrer Familie nach Ulm gezogen. Die Scholls haben unter anderem im damaligen Adolf-Hitler-Ring gewohnt. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in Olga-Straße zurückbenannt worden. Weltberühmt wurde Sophie Scholl als Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus an der Seite ihres Bruders Hans Scholl. Im Februar 1943 sind beide wegen ihres Engagements in der Widerstandsgruppe Weiße Rose von den Nazis in München zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Ihre Schwester Inge Scholl hat ein Jahr nach Kriegsende die Ulmer Volkshochschule im Geiste der Ermordeten gegründet, um so das moralische und politische Erbe der Weißen Rose in die Tat umzusetzen. Im Jahr 2021 wäre also nicht nur Sophie Scholls 100. Geburtstag, sondern auch die Ulmer Volkshochschule feiert ihren 75. Aus beiden Gründen veranstaltet die VA Ulm die Wanderausstellung Sophie Scholl und die Weiße Rose in Schaufenstern in Zusammenarbeit mit der Weißen Rose Stiftung München in Ulms Innenstadt. Dr. Hildegard Kronawitter, die Vorsitzende der Weiße Rose Stiftung München, und Dr. Christoph Hantl, der Leiter der Ulmer Volkshochschule, haben die Ausstellung jetzt gemeinsam eröffnet. Sie läuft noch bis Ende Mai. Für Christoph Hantl hat Sophie Scholl bis heute weder an politischer noch an gesellschaftlicher Relevanz verloren. Die Sophie Scholl hat einfach in einem bestimmten Augenblick der Geschichte ist sie zu dem gestanden, was für sie wichtig war. Und das hat für uns eine Relevanz. Das hat was mit Zivilcourage zu tun. Das hat was damit zu tun, dass es einfach mal klug ist, nachzudenken. Und ich finde es immer wieder gut, wenn man Orte schafft, wo Menschen erstmal miteinander redet. Eine Volkshochschule ist ein Ort, wo sich Menschen aller gesellschaftlichen Gruppen, egal wie viel Geld sie verdienen, welchen Bildungshorizont sie haben, die treffen sich da. Und da wird nachgedacht und da geschieht immer wieder gesellschaftlicher Aufbruch. Und die Sophie Scholl ist ein Symbol dafür. Hildegard Kronawitter nennt Ulm eine Weiße Rose-Stadt, denn neben München, Hamburg oder auch Berlin konnte die Weiße Rose damals hier auch wirken. Außerdem: Die Geschwister Scholl haben hier gewohnt, sind hier aufgewachsen. Sophie Scholl kam mit ihrer Familie 1932 nach Ulm und war im Grunde genommen ein Jahrzehnt, das sie als Heranwachsende sehr geprägt hat und das Ulm letztlich sie mit gutem Grund als Heimat erleben konnte. Auch für sie ist Sophie Scholl bis heute eine wichtige Person in und für Deutschlands Geschichte. Sophie Scholl nehmen wir aus heutiger Sicht wahr als eine junge Frau, die ihren eigenen Weg gefunden hat, die von einer Überzeugung war, man müsse eine Einsicht, die man gewonnen hat, die müsse man auch vertreten und dafür müsse man auch einstehen. Daraus ergibt sich für mich, dass sie eben nicht nur das nationalsozialistische System kritisieren wollte, sondern sie fühlte sich auch verantwortlich, jetzt zu handeln. Und das hat bis heute Strahlkraft. Wir nehmen Sophie Scholl wahr als die einzige Frau aus der Weißen Rose, die durch Gerichtsurteil zum Tode verurteilt wurden. Und dieses Urteil wurde auch verzogen. Und Sophie Scholl hat im Verhör selbst keine Ausflucht genutzt, sondern sie wollte voll verantwortlich sein für das, was sie getan hat. Und ich glaube, dieses Bündel von Begründungen ist letztlich Voraussetzung, dass Sophie Scholl so bekannt ist und oftmals auch so bewundert wird. Natürlich auch wegen der zeitlosen Botschaft, die die Widerstandsbewegung Weiße Rose um die Geschwister Scholl verbreitet hat. Es ist die Botschaft von Zivilcourage, von persönlichem Eintreten, von Freiheit. Das ist eine Botschaft, die wir auch heute brauchen. Auch eine Demokratie setzt voraus, dass Menschen sich engagieren. Eine Demokratie setzt eine Zivilgesellschaft voraus, die tolerant ist, respektvoll miteinander umgeht, die antirassistisch ist. Und das ist etwas, was man transferieren kann in unsere heutige Zeit. In unserer heutigen Zeit spielt der Rechtsruck in der Gesellschaft eine neue Rolle. AfD-Politiker haben sich als Widerstandskämpfer schon auf die Scholls beziehen wollen und auch die sogenannten Querdenker gegen die Corona-Politik wollen eine Brücke zur Weißen Rose schlagen. Diese Identifikation der Querdenker will verwischen, dass wir in Freiheit Demokratie leben, dass wir einen Rechtsstaat haben, der die Meinungsfreiheit schützt. Und dies zu vergleichen mit einer Diktatur, in der die Weiße Rose wirkte und mit dem Leben bezahlen musste, das ist zu missbilligen, weil es die historische Dimension außer Acht lässt.
Ich glaube aber auch, dass es nur eine kleine Minderheit das akzeptiert, solche Vergleiche herzustellen. Die Geschwister Scholl haben also nicht an Bedeutung verloren. Im Gegenteil, sie sind noch immer Teil unserer Gesellschaft. Deswegen auch die Schaufensterausstellung der Ulmer Volkshochschule zum Gedenken an den 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Dr. Kronawitter hat auch für die VH Ulm nur Lob. Natürlich haben auch wir in München mit Bewunderung nachvollzogen, dass Inge Scholl die Volkshochschule Ulm gegründet hat. Es war sozusagen ein Lehrauftrag, den sie sich selber gegeben hat, Demokratie zu verankern und Menschen mündig zu machen. Nach 75 Jahren dieser Gründung ist es auch für Ulm wunderschön, daran zu erinnern. Auch was hier an Bildung stattgefunden hat und stattfindet. Und was sagt sie zur Ausstellung an sich? Ich finde es eine grandiose Idee, wenn man Ausstellungen nicht in Räumen machen darf, weil es Corona nicht ermöglicht, dass dann die Plakate im Schaufenster sind und damit können Leute vorbeigehen und so nebenbei wahrnehmen, aha, Scholl erkenne ich doch vom Platz her und sich anregen lassen, darüber sich zu informieren und auch darüber nachzudenken. Ich finde es wunderbar und es ist auch richtig gut gelungen. Zurück zum Leiter der Ulmer Volkshochschule, Dr. Christoph Hantl. Auch er schlägt die Brücke von gestern ins Heute. Sie ruft uns sozusagen über diesen langen Zeitraum hinzu, guckt euch einfach das an, was eure Politik macht, was eure Wirtschaft macht, was eure Natur macht. Ich glaube, wir haben ganz viele Botschaften, wir müssen sie übersetzen. Also wir werden weder von Inge Scholl noch von Sophie Scholl einen konkreten Tipp jetzt aus der Vergangenheit kriegen, wie wir mit unserer Jetztzeit umgehen. Aber wir müssen uns jetzt zum Beispiel in dieser Situation mit Corona nicht fragen, ob wir demonstrieren dürfen dagegen. Das ist einfach obszön, weil ein Staat für jemanden sorgt und einfach sagt, wir müssen jetzt einen Impfstoff finden. Das ist also ein Vergleich, den ich nicht hinnehmen kann. Aber tatsächlich muss man fragen, was bedeutet das jetzt eigentlich? Und das wird sich zeigen. Die Geschichte zur Weißen Rose in Schaufenstern der Stadt Ulm lädt ein, über all das nochmal nachzudenken. Und dabei spielen Alter oder Intellekt überhaupt keine Rolle. Außerdem feiert auch die Stadt Ulm selbst den 100. Geburtstag von Sophie Scholl. Alle Infos dazu auf der Website der Stadt Ulm. Die Wanderausstellung kann durch einen kleinen Spaziergang in der Ulmer Innenstadt erkundet werden. Die ersten drei Stationen finden sich im Hafenbad und die vierte und letzte Station endet in der Hafengasse. Beide Straßen finden Sie quasi direkt hinter dem Ulmer Münster. Alle Infos dazu auf vh-ulm.de und natürlich auf der Website von Donau 3 FM. Ich bin Paolo Percocco, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Donau 3 FM, einfach gut informiert.